Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drachen, ihr Lieben. Ja, wo sind sie denn nur, die Drachen? Die sind leider gerade alle noch nicht geladen. Ich hatte gestern eine Aufnahme gemacht, wo aber wieder mal meine Webcam als Mikro gewählt wurde. Das heißt, man hat mich wieder so gut wie nicht verstanden. Deswegen muss ich das jetzt heute Morgen noch fix nachmachen. Und heute Morgen spinnt wieder mal unser Internet. Ich weiß nicht, vielleicht sind ja manche bei euch auch bei Unity Media, kennt ihr das Problem, dass ihr die ganze Zeit irgendwie kaum Internet habt und viel weniger als gebucht? Also wir haben damit momentan echt richtige Probleme, weshalb es ja auch schon zu Folgenausfällen kam am vergangenen Wochenende, zum Beispiel mit Life is Strange. Ja, und jetzt habe ich hier gerade wieder so einen Fall, dass nicht mal diese Drachen hier laden. Ja. Ja, da fliegt immerhin der Punkt weg. Das ist auch mal ganz nett. So, Sturmfall hatte ich gelevelt auf Level 22. Den lasse ich jetzt aber, glaube ich, erstmal wieder weitersuchen. Den leuchtenden Fluch möchte ich noch weiter trainieren. Gott, jetzt habe ich fast gar keinen Fisch mehr. Aber der leuchtende Fluch ist Level 21. Ja, der kommt doch langsam hinterher. Der macht sich doch. Damit warte ich jetzt erstmal noch mit dem Trainieren. Ich sammle erstmal noch hier weiter ein. Oh, guck mal, da ein paar sind schon geladen. Tatsächlich. Warte mal, falsch. Fisch muss der suchen. Den brauchen wir noch zum Holz suchen. Den brauchen wir auch zum Holz suchen. So. Dann, ja, ihr habt schon gesehen, wen ich jetzt gelevelt hatte. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, meine Drachen auf das nächste Level zu bekommen, also auf 36, 6 Drachen auf 36 brauche ich, um die Halle wieder aufzuwerten. Das ist jetzt gerade mein Ziel. Wir haben einen Drachen gefunden. Der brütet jetzt noch 14 Stunden, 14 Minuten. Da ist noch eine Weile hin. Dann haben wir die Quest hier bekommen, dass wir mit einem Holzklau noch Holz sammeln müssen. Gucken wir mal, ob ohne Zahn und Hicks uns das mitgebracht haben. Ich war auf der Suche nach einem Zahn, um mal den Kampfnadel freizuschalten. Supi, und wir haben den Zahn bekommen. Sehr gut. Perfekt. Aber jetzt machen wir uns erstmal wieder an die nächste Flotte. Ich habe gestern wieder die andere Flotte nicht geschafft. Ich habe hier eben keinen Drachen mit großartig Leben. Das ist Blödsinn, ihn hier mit 16 Leben reinzuschicken. Das ist Quatsch, der ist trotzdem sofort tot. Ich muss jetzt schauen, ihr hattet geschrieben, dass es bei einigen von euch geklappt hat, einfach frontal reinzugehen. Ja, ich versuch's einfach mal. Wobei ich mir es eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann. Weil dann haben doch... Ja, die drehen sowieso ab. Nein, Nanni. Nanni ist noch skeptisch. Ihr hört's schon. Ja, normalerweise sind die beiden immer draußen, dass ich kein Jammern von ihnen drin habe, aber Fabi ist gerade einkaufen. Nee, ohne Zahn. Feuer auf das Schiff. Die da unten, die brauchen wir nicht. Schön das Schiff platt machen. Warum feuert jetzt ohne Zahn nicht auf das Schiff? Warum fliegt er da nicht hin? Sorry, aber das ist wieder ein Punkt, den verstehe ich absolut nicht. Der Hakadu feuert hier und ohne Zahn fliegt doof daneben und macht gar nichts. Er müsste erstens in Reichweite sein, das Schiff anzugreifen und zweitens müsste er, wenn er nicht in Reichweite ist, müsste er sich noch bewegen. Weil man kann ja einen Drachen nicht komplett aus dem Spiel raus steuern. Das wäre ja auch nicht so toll, weil jetzt habe ich zwei Drachen und kriege es trotzdem nicht platt. Könnten jetzt schon auf einem Balken sein. Nee, ich krieg den Schlüssel nicht gerettet, dann blase ich lieber zum Rückzug, denn mit nur einem Schlüssel möchte ich nicht zurückkommen. Das ärgert mich jetzt nur, dass ohne Zahn jetzt gebackt hat und gar nichts mehr gemacht hat. Denn normalerweise suchen sich die Drachen ja ein Ziel, wenn man sie gelenkt hat. Selbst wenn man sie zu weit weggesteuert hat, dann suchen sie trotzdem, fliegen sie ein bisschen näher ran und suchen sich das Ziel. Finde ich halt schade, dass es nicht funktioniert hat. Naja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, dass wir so ein Horn noch finden. Dann können wir uns den Kampfnadder suchen. Das bekommen wir auch beim tödlichen Nadder. Sehr gut, dann schicken wir ohne Zahn und Hicks auf die Suche danach
Und ich verabschiede mich jetzt aus der... Ach nee, ich wollte ja noch was sagen. Ha. Ich hatte gestern ein Runengeschenk bekommen. Ihr erinnert euch, ich hatte es ja gesagt, mit diesem Facebook, dieser Facebook-Aktion. Bei 10.000 Likes bekam man ein Runengeschenk. Da sind bei mir 40 Runen rausgekommen. Und es wurde angekündigt im Fensterchen, was sich hier öffnet. Ein legendärer bricht über Berg herein in den nächsten Tagen. Auf dem Bild ist so eine Art Vulkan zu sehen. Also ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Runen ihr bekommen habt und was ihr vermutet, was kommt. Ich bin gespannt, was ihr da so für Ideen habt. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss.